Bayak. Der Bruder fragt über die Verse Allahs im Koran in Surat Al-Waqi'ah, wo Allah subhanahu wa ta'ala über drei Gruppen spricht: Sabiqun al-Awwalun, ja, Sabiqun al-Sabiqun und Ashabul Yamin und Ashabul Shimal. Ja? Also die Vorausgehalten, die Leute des Rechten und die Leute des Linken. Also die Leute, die Vorausgehalten, das sind die Top-Leute, ja? Profis unter den Gläubigen. Ashabul Yamin sind sozusagen diejenigen, die so mittig sind. Und Ashabul Shimal sind die Irregegangenen. Der Bruder fragt jetzt, wie kann man zu den Vorausgehalten gehören? Der Prophet sagt, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Das heißt, du musst schauen, die Vorausgehalten, was haben sie für Eigenschaften, was machen sie? Und zu den Vorausgehalten gehören wer? An erster Stelle? Die Propheten und die Gesandten. Al-Anbiya'u wal-Rusul. Die Propheten und die Gesandten. Und wer danach? Die Sahaba, Gefährten. Und wer danach? Die Schüler der Sahaba. Und wer danach? Die Schüler der Schüler der Sahaba. Und so weiter. Das heißt, du schaust dir an, was sie gemacht haben. Und versuchst so zu sein wie sie. Du ähnelst ihnen. Du wirst niemals so sein wie ein Prophet, wie ein Gesandter, wie ein Sahaba, wie ein Tabi'i, wie ein... Wirst du nicht. Aber was kannst du machen? Du kannst ihnen nachmachen, ihnen ähneln. Und genau das ist die Aufgabe. Du schaust dir an, was sie für Eigenschaften hatten, versuchst, diese Eigenschaften nachzumachen. Und damit wirst du, inshallah, deren Stufe erreichen. Bi'innillahi ta'ala. لا إله إلا الله أستغفر الله.